Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. TVB besucht TVB. Den Tierschutzverein Berlin nämlich, der ist Träger des größten Tierheims Europa, nämlich Tierheim Berlin. Und hier kann man auch Führungen machen. Und was kann man denn auf diesen Führungen erleben? Ja, also wir bieten einmal im Monat, genauer an jedem zweiten Samstag im Monat, Führungen hier an übers Gelände, wo man einiges erfährt über das Tierheim, die Geschichte auch des Vereins, über die, man geht durch alle Tierhäuser und erfährt sehr viel auch über unsere Tierschutzarbeit hier vor Ort, wie das hier abläuft, wie eine Tiervermittlung abläuft beispielsweise, aber auch so ein bisschen, ja, zum Standort hier, denn es ist ja sehr schön hier gelegen in der Barnimer Feldmark. Also es lohnt sich, einen Ausflug mal hierher zu unternehmen. Der Eintritt ist frei. Für diese Führungen sollte man sich allerdings vorher anmelden. Hier kommt es mir irgendwie immer so vor, als ob die Vögel hier viel lauter zwitschern als anderswo. Ja, also das geht uns Mitarbeitern auch so, wenn wir durch die Stadt hier rausfahren. Wir sind zwar noch in Berlin, aber wirklich an der äußersten Stadtgrenze. Und hier ist die Natur wirklich sehr beherrschend und es ist wunderschön. Es ist, man atmet richtig tief wieder durch und man ist von Tieren umgeben. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort. Ich kann mich noch daran erinnern, als das Tierheim hier gebaut wurde, es wurde ja groß angekündigt, weil das ja architektonisch schon ein besonderer Wurf war. Also das wurde 2001 hier neu errichtet. Das heißt, hier gab es vorher kein Gebäude. Wir haben das neu gebaut, der Verein, nur mit Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen. Also das war schon ein Kraftakt, kann man sagen. Und inzwischen wurde ja auch, oder mussten wir ja leider auch baulich noch erweitern, da immer mehr Tiere aufgenommen werden mussten. Sie sagen, ohne Spendengelder. Bekommen Sie denn inzwischen auch Unterstützung vom Senat? Nein, das Tier in Berlin bekommt keinerlei finanzielle Unterstützung. Das wird nur privat von den Mitgliedern, den Spendern und den Nachlassgebern getragen. Alleine für die Fundtiere in der Tiersammelstelle, die über den Tierfang sozusagen eingeliefert werden, bekommen wir Pauschalsätze pro Tag, pro Tier, die aber auch sehr deutlich unter dem Kostenaufwand sind, den wir tatsächlich haben. Nochmal zur Architektur. Ich sagte ja gerade, es ist eine besondere Architektur. Wie würden Sie es beschreiben? Was ist denn das Neuartige damals gewesen? Also es wurde hier sehr, sehr stark mit Sichtbeton gearbeitet. Und sehr viel Glas verwendet, also eine sehr starke Transparenz auch eingebracht. Ziel war es, dass die Tiere optimal präsentiert werden. Das heißt, das ist ja das Ziel des Tierheims, dass die Tiere vermittelt werden. Und man sollte sie so gut wie möglich sehen. Das heißt, sie sind transparent, also man hat Glasfronten, man sieht die Tiere gut. Sie sind auch teilweise erhöht präsentiert, nicht auf dem Boden, sodass der Besucher also schon sehr schnell die Bewohner hier erfassen kann und vielleicht dann auch schnell sein Herz verschenken kann. Und ist es auch im Sinne der Tiere? Also fühlen die sich auch wohl darin? Die Tiere fühlen sich auch wohl. Also das erfahren wir immer wieder, dass die Tiere hier es wohl zum Teil auch wirklich besser haben als da, wo sie herkommen oder in irgendeiner Privathaltung. Einfach weil schon Platz da ist, weil sie auch sehr liebevoll hier betreut werden, die Gehege sehr liebevoll eingerichtet sind. Aber natürlich können wir das zu Hause nicht ersetzen. Mhm. Größtes Tierheim Europas, 1400 Tiere, habe ich mal gelesen. Betreuen Sie pro Tag? Wir haben hier zurzeit 1440 Tiere, das ist richtig. In der Spitze haben wir zum Sommer hin, das war zumindest im letzten Jahr so, 1800 Tiere. Also es wird noch mal mehr. Die Sommerzeit ist immer die Leidenszeit, leider auch hier im Tierheim. Das heißt, viele Menschen setzen Tiere aus, geben sie ab, bevor sie verreisen. Das ist leider nach wie vor traurige Realität. Also das Gelände hier umfasst 16 Hektar. Das entspricht ungefähr 22 Fußballfeldern, dass man eine Vorstellung davon hat, wie groß das hier ist. Schauen wir uns jetzt mal an. Thank you.
Ja, wir sind jetzt einmal komplett über das ganze Gelände gelaufen und am Ende befindet sich hier dieser Tierfriedhof. Mit wie vielen Gräbern ungefähr? Richtig, also es sind hier mehrere hundert Gräber, 700, 800 Gräber haben wir hier zurzeit. Es besteht auch noch Platz für mehr Gräber. Das sind Tiere sind ja heutzutage Familienmitglieder für viele Menschen und diese Liebe besteht auch über den Tod hinaus, sodass man wünscht, dass das Tier auch würdevoll beerdigt wird, bestattet wird und das kann eben auch hier auf unserem Tierfriedhof erfolgen. Aber die Bestattung selbst, die wird nicht vom Tierheim organisiert, nehme ich mal an. Also wir nehmen die Beerdigung vor. Das hat jetzt keinen religiösen Charakter. Das kann jeder gestalten, wie er möchte. Also manche bringen eine besondere Musik mit oder sprechen ein Gedicht oder erzählen eine Geschichte aus dem Leben, aus dem gemeinsamen Leben mit dem Tier. Also es ist sehr, sehr individuell, wie das abläuft. Wahrscheinlich spielen sich hier auch sehr emotionale Szenen ab. Ja, das ist schon sehr, sehr traurig und das geht einem auch immer wieder, auch unseren Mitarbeitern immer sehr nahe. Das ist schon ein, ja, es ist natürlich ein Abschied auch, der immer sehr wehtut. Ja, so einen kleinen Bauernhof haben Sie hier offensichtlich auch, Frau König. Richtig, das ist hier die Notaufnahme für sogenannte Nutztiere. Nutztiere gibt es für uns als Tierschützer ja nicht, sondern das sind Tiere, die wir nicht nutzen wollen, sondern die sollen auch vermittelt werden, aber natürlich nicht für den Verzehr. Das sind hier Auffangmöglichkeiten für Schweine, für Ziegen, für Schafe. Wir hatten auch schon Pferde hier und momentan haben wir sehr viele Gänse da und auch sehr viele Hühner. Haben wir da mal ein Beispiel, woher die kommen, also wo ein Nutztier dann hier den Weg ins Tierheim findet? Also die kommen in der Regel über den Amtstierarzt zu uns. Das heißt, es sind Sicherstellungen aus schlechter Haltung. Haben wir schon mehrfach Ziegen aufgenommen oder auch Schafe oder auch Schweine, die gefunden wurden. Also wir haben tatsächlich schon öfter den Fall hier in Berlin erlebt, dass ein Schwein in einem Hinterhof herumgeirrt ist und niemand wusste, wem das Schwein gehört. Das wurde dann über die Polizei eingeliefert und ist dann hier auf den Bauernhof gekommen und wird dann natürlich auch vermittelt. Man kann Schweine auch, wenn man den Platz hat, draußen natürlich, nur in Außenhaltung, mit Schutzhütte entsprechend halten und natürlich auch mit einem Partnertier. Also Schweine sind gesellig, die brauchen mindestens einen Partner, einen Artgenossen sozusagen. Also sollten nicht mit in der Wohnung leben, das haben wir schon öfter gehabt, dass man denkt, Minischweine sind ja, können ja auch stubenrein sein. Die kann man auch mit in die Wohnung nehmen, das ist natürlich nicht artgerecht. Wir haben sehr viele Hühner da, die auch aus unterschiedlichen Quellen zu uns kommen. Und ja, die Vermittlung ist manchmal nicht so einfach, weil vielleicht nicht jeder auf die Idee kommt, in einem Tierheim nach Hühnern oder nach einem Hahn zu suchen. Insofern freuen wir uns, wenn sich da vielleicht Interessenten bei uns melden. Vielleicht fragen die nicht nach einem Hahn oder nach einem Huhn, aber nach Eiern. Denn die legen ja wahrscheinlich auch ganz schön ordentlich hier. Die legen auch Eier hier, natürlich. Was machen Sie damit? Die werden natürlich auch weiter vergeben an andere Tiere, die sich darüber freuen. Das ist, denke ich, auch legitim, denn die Haltung hier ist ja sehr, sehr gut. Ja, direkt hier im Bereich der Nutztiere, Frau König, findet auch Unterricht statt.
Richtig, wir haben sehr aktive Tierschutzlehrer, die hier Kinder- und Jugendarbeit machen. Das heißt, wir kommen die Kita-Gruppen hin, Schulklassen besuchen regelmäßig das Tierheim und werden aber auch hier ganz konkret an Projekten erlernt, dass eben die industrielle Massentierhaltung, wo da die Probleme liegen. Und wir können hier halt auf dem Bauernhof auch zeigen, wie es eigentlich sein sollte. Also wie sieht artgerechte Nutztierhaltung aus? Das ist hier der Kontrast, der ganz bewusst hier erlebbar ist. Und das ist auch sehr erfolgreich. Also die Nachfrage ist sehr, sehr groß. Sie haben ja da so ein Beispiel vorne, dieser Käfig oder was das ist. Das ist ein Kastenstand für Sauen, also Muttersauen, die ja in der Zucht gezwungen sind, in diesem Kastenstand liegen zu bleiben. Also wenn die Ferkel an die gesäugt werden, die können sich da nicht drehen und wenden und das über Tage. Und das ist also ein Missstand, den wir natürlich verurteilen. Und bei den Kühen ist es so ähnlich. Die Kuhhaltung, gerade die Milchkuhhaltung, ist nicht sehr bisher in den Medien gewesen. Man weiß da sehr wenig drüber, dass es aber eigentlich da auch große Tierschutzprobleme gibt, dass die Kälber natürlich viel zu früh den Müttern weggenommen werden, damit die Kühe wieder weiter Milch produzieren. Also die sind sehr auf Milchhochleistung getrimmt. Das ist auch eine Zucht, die ganz bewusst so herbeigeführt wurde. Zum Mästen, dass die Milchleistung stimmt. Und diese Kühe leben ja nur ein paar Jahre. Die sind dann ausgelaugt, wobei so eine Kuh ja eigentlich eine viel höhere Lebenserwartung hätte. Also das ist schon ein großer Missbrauch, der da betrieben wird.